Ich zeige dir heute die häufigsten Fehler beim Training der oberen Brust und was du besser machen kannst, um diese zu vermeiden. Unter all den Schwachstellen bei den Bodybuildern gehört die obere Brust meiner Meinung nach zur Top 3. Und dementsprechend gibt es auch wirklich sehr, sehr viele Fehler, die im Training passieren, Dinge, die man vermeiden kann, damit man die obere Brust einfach besser trifft oder sie überhaupt trainiert. Denn in den Anfangstrainingsjahren fokussiert man sich meistens mehr so auf die geraden Druckübungen, Bankdrücken, Brustpressen, Butterfly und man vergisst vielleicht auch mal, die Schrägbank zu verwenden. Oder man verwendet sie vielleicht sogar ganz zum Schluss, wo man keine Kraft hat. Aber heute zeige ich dir auf jeden Fall die häufigsten Fehler, die man macht, und zeige dir, was du tun kannst, damit die obere Brust auch endlich wächst. Tipp Nummer 1, den ich gerade eben schon angeschnitten habe, ist die Reihenfolge des Trainings. Wenn ihr ein Defizit habt in der oberen Brust, dann kann es auf jeden Fall helfen, wenn ihr die Übung als erste Übung reinpackt. Und viele Leute denken, dass die Schrägbankvarianten, sei es mit der Langhantel oder Kurzhantel, nur die obere Brust treffen. Aber rein wissenschaftlich betrachtet, auch von den Messungen her, können wir wirklich sagen, dass Schrägbank die gesamte Brustmuskulatur trainiert. Also nicht nur den oberen Bereich. Heißt, wir können hier wirklich nicht nur einen Teil isolieren, sondern wirklich einen Mehrwert schaffen für die gesamte Brust. Und wenn das Defizit da ist, dann kann das auf jeden Fall nicht schaden. Im Zweifelsfall switcht man einfach Trainingsplan A, Trainingsplan B, fängt mit einer Druckvariante im Liegen an oder mal mit einer positiven Variante. Tipp Nummer 2 ist, wenn ihr eine Schrägbankvariante ausführt, und es ist wieder egal, ob ihr eine Maschine verwendet oder nicht, ob ihr es hier macht, wir sollten auf die Körperhaltung achten. Denn was die meisten Leute verkehrt machen bei der Übung, um mehr Gewicht zu bewegen, um mehr Kraft zu erzeugen, ist den Rücken so weit wölben, dass wir fast schon ein Flachbankdrücken haben. Das sieht in den meisten Fällen so aus. Wir legen uns hin und sobald wir Gewicht drauf haben, haben wir hier die Wölbung. Wir ziehen quasi die Brustmuskulatur nach oben und haben so eine richtig große Wölbung im Rücken, haben hier natürlich ultra viel Spannung und können dadurch einfach aus der Position heraus sehr, sehr viel Gewicht bewegen. Das sollten wir vermeiden. Dementsprechend den Rücken natürlich flach aufliegen. Ja, die Wirbelsäule hat eine ganz normale Krümmung. Ja, ihr müsst jetzt nicht unbedingt auf die Bank raufdrücken. Aber das kann dazu helfen, dass ihr wirklich diesen Winkel habt, um den oberen Bereich zu treffen. Weil schiebe ich die Hüfte nach vorne, den Bauch nach vorne, habe ich wieder eine Gerade und führe fast schon wieder Flachbankdrücken aus. Ein weiterer Fehler ist der falsche Winkel beim Training. Also entweder die Bank ist viel zu steil, man sitzt fast schon aufrecht und hat dementsprechend sehr, sehr viel Schulteranteil mit dabei. Das sorgt dafür, dass man sich vielleicht sicher fühlt, viel Kraft bewegen kann. Oder man ist eben zu flach mit der Bank und ist schon fast in der Flachvariante. Aber alles so zwischen 15 und 45 Grad ist zu empfehlen. Ich persönlich bin eher so tendenziell bei 30 bis 45 Grad, da ich hier den oberen Brustmuskelanteil wirklich in der Dehnung sehr, sehr gut spüre. Aber trotzdem ist es abhängig davon, wie eure Gesamtmuskulatur aussieht, wo ihr vielleicht Fokus draufsetzen könnt. Der eine mag vielleicht ein bisschen mehr vordere Schulter zu seiner oberen Brust haben. Deswegen würde ich tendenziell immer wieder einen Winkel empfehlen, so ungefähr ab 30 Grad einfach rantasten und auch von Übung zu Übung anpassen. Beispielsweise bei der Multipresse bin ich wirklich sehr, sehr steil bei 45 Grad und vielleicht bei einer Langhantelvariante bei 30 Grad. Für die obere Brust sind meiner Meinung nach wirklich Druckvarianten einfach die besten Übungen. Es gibt noch andere Varianten. Leute versuchen sehr viel isoliert zu arbeiten, aber wir brauchen wirklich eine Übung, mit der wir relativ viel Gewicht bewegen können und unsere Schulter zum Schlüsselbein bringen. Also wirklich diese Muskulatur einfach kontrahiert kriegen und gedehnt kriegen. Dafür ist ein Winkel einfach wirklich das Beste, was wir tun können. Also meine Empfehlungen an Übungen, die ihr wählen könnt, sind eben Langhantel drücken an der Schrägbank, Kurzhantel drücken an der Schrägbank und auch eine Brustpresse für die obere Brust, weil wir diesen Bereich einfach wirklich damit extrem gut treffen können. Was ich meine mit die Schulter zum Schlüsselbein bringen, ist ein gewaltiger Unterschied in der Ausführung. Also entweder wir drücken den Arm einfach nur nach vorne, ja, wir drücken ihn nach oben und haben dadurch wirklich viel Schulter mit dabei. Die Brust ist hier ab dem Punkt ziemlich weich. Was wir aber machen wollen, worauf wir uns konzentrieren, ist den Bizeps zur Brust zu schieben. Wir drücken quasi den Arm rein. Dadurch kriegen wir eine Kontraktion in der oberen Brust. Wir kontrahieren diese Fasern und dadurch können wir sie auch in der Länge wieder strecken. Und die Brust ist wirklich eine
eine Muskulatur, die wir auch in der Länge trainieren müssen. Also dementsprechend auch nicht zu schnell in der Ausführung sein, also nicht einfach nur hochdrücken, die Kontraktion halten, weil darum geht es nicht, sondern auch die Negative ein bisschen mitnehmen, den Stretch fühlen, die Brustmuskulatur so lang wie möglich machen, so lang wie notwendig. Und dann trefft ihr diese obere Brustmuskelfaser extrem gut. An der Stelle, wenn ihr weitere Tipps wollt, wenn ihr weitere Wünsche habt, schreibt gerne in die Kommentare. Und ihr wisst, mit dem Code ALDIN spart ihr mit dem maximalen Rabatt auf ESN.com. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Tipp. Ein weiterer und ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir berücksichtigen müssen, ist die Genetik. Und zwar limitiert sie uns auch irgendwo natürlich. Es gibt Leute, die ich kennengelernt habe, die machen eigentlich gar nichts für die obere Brust. Die drücken auf der Bank, die machen vielleicht ein bisschen Butterfly und haben eine obere Brust, von der ich selber nur träumen kann. Am Ende des Tages ist es auch so, dass wir die Brustform, dass wir uns die nicht aussuchen können. Sie wird uns mitgegeben und wir können eben daran arbeiten, dass wir das Beste daran rausholen. Und es kann sein, dass meine Brustmuskulatur war damals wirklich fast schon im Negativbereich und die Brust ist jetzt nicht die Brust, die ich mir vielleicht vorgestellt habe, aber sie ist eine Brust geworden, ich habe Muskulatur aufgebaut, ich habe Progression gemacht und bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und das Ganze kann ich euch auch nur auf den Weg mitgeben. Ihr könnt nicht mehr tun, als 100% zu geben und eben Geduld zu haben und Zeit investieren. Und darum geht es im Endeffekt. Also die obere Brust ist eben ein Muskel. Da sieht man schon an der Genetik eines Menschen im Vorfeld, ob diese Muskulatur groß wird oder nicht. Aber wenn sie es nicht wird, dann trotzdem alles geben, was ihr tun könnt und einfach Geduld haben. Es sind am Ende immer die gleichen Parameter, die stimmen müssen. Ins Versagen trainieren, ausreichend Volumen, Geduld, die Ernährung muss stimmen und dann tut ihr alles, was ihr tun könnt. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Anregungen habt, schreibt es natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Tipp wieder. Bis bald.